Hallo und herzlich willkommen hier bei Würzburg Fotos und einem weiteren Video von mir. Ich starte heute hier am Barbarossaplatz und da hinten seht ihr die Kirche, die dem Viertel, in das es heute geht, den Namen gegeben hat. Das ist natürlich Stift Haug, folglich geht es heute ins Hauger Viertel. Ja, mein erster Blick geht gleich mal hier in die Theaterstraße und bezieht sich auf das Gebäude, was hier links steht. Das kennen viele von euch. Hier war der erste McDonald's der Stadt Würzburg drin. Ab den 70er Jahren bis ins Jahr 2010, dann haben die Besitzer gewechselt und jetzt gibt es eben ein mexikanisches Restaurant. Interessanter ist aber vielmehr, was hier früher mal stand, denn das Gebäude hier stammt ja aus der Zeit nach dem Krieg. 1957 wurde das fertiggestellt. Ursprünglich war hier mal bis zum Zweiten Weltkrieg der russische Hof gestanden. Ein Prachthotel muss das gewesen sein, kennt man nur noch von alten Fotos. Und es gibt einen Gedenkstein, der sich da hinten in dieser kleinen Passage befindet. Den kann man aber heute nicht mehr sehen, denn das Habaneros hatte einen Biergarten gebaut. Der verdeckt leider Gottes diesen schönen Gedenkstein. Ich habe ihn aber zum Glück vor ein paar Jahren mal fotografiert und kann euch das Foto mal einblenden. Und das Einzige, was an dieses Prachthotel vielleicht noch erinnert, ist die Tatsache, dass wenn man hier links über die Terrasse zum Habaneros reingeht, dass man da eine Tür findet. Und wenn man diese Tür öffnet, dann sieht man einen alten Theatersaal mit Bühne und Vorhang und allem Pipapo. Wird heute natürlich leider nicht mehr genutzt, aber ist immer noch vorhanden. Ja, und das hier in der Hauger Pfarrgasse ist eine wahrliche Institution immer gewesen. Die Bäckerei Zierlein, wirklich traditionell. Das Besondere daran ist natürlich die Einrichtung dieser Backstube, die eben wirklich original erhalten ist und sehr, sehr schön ist. Die Zierlein Bäckerei selber gibt es nicht mehr. Das heißt zwar immer noch so, jetzt heißt es genau genommen der Bäckerladen. Oben hängt noch das Schild von der Bäckerei Zierlein, aber übernommen hat es jetzt vor einigen Monaten die Bäckerei Schiffer. Zumindest wird es weitergeführt und die schöne alte Dekoration bleibt erhalten. Und hier direkt hinter mir ist früher ein Kino gewesen in Würzburg. Vielleicht könnt ihr euch daran sogar noch erinnern. Es gibt heute ja kaum noch Kinos. Hier war aber auch mal ein kleines Kino an der Ecke gewesen und man kann es an der Seite noch so ein bisschen sehen. Da gibt es so Schaukästen hinter dem Auto, da sieht man es. Und da waren früher die Filme angezeigt, die eben in diesem Kino hier gezeigt wurden. Hier in der Gasse gibt es ein Schaufenster und zwar das Schaufenster vom Parkhaus. Und dieses Parkhaus wiederum ist das erste Parkhaus in Würzburg. Im Mai 1960 eröffnet worden und das erste seiner Art in ganz Bayern war es. Schön, dass es hier so ein paar alte Fotos gibt, finde ich ganz toll. Und die Kreuzung, wie ihr hier seht, die könnt ihr euch jetzt mal einprägen, denn so wie es jetzt ist, wird es nicht mehr lange sein. Die Stadt Würzburg hat nämlich beschlossen, dass an dieser Stelle hier ein Kreisverkehr demnächst errichtet werden soll. Wann das mit den Bauarbeiten losgeht, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass es eben kommen soll. War auch in der lokalen Presse zu sehen. Und die Parkplätze, die hier auf der linken Seite sind, die fallen dann weg. Dafür wird es ein bisschen Grün geben, was ich ehrlich gesagt ganz gut finde. Auch auf dem Kreisverkehr soll in der Mitte dann ein Baum stehen, um den die Autos herumfahren. Grün ist immer gut und Bäume in der Stadt sind auch gut. Ob es jetzt wirklich einen Kreisverkehr braucht, ist eine andere Frage. Aber nun ja, jetzt ist es mal entschieden. Ja, und hier bin ich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes im Namensgeber des Viertels. Das ist die katholische Kirche St. Johannes. Und wegen des bis zur Säkularisation im Jahre 1803 dazugehörigen Kollegiatstifts und der Lage hier im Stadtteil Haug wird die heutige Pfarrkirche aber eigentlich nur noch Stift Haug genannt. So kennt man sie in Würzburg. Ja, und das Stift selber, das lässt sich auf die 1002 erwähnte Gemeinschaft der Herren vom Berg zurückführen. Der Name dann auf Haug und Hügel ist also eine alte Sprachform eigentlich. Und das ursprünglich um das Jahr 1000 gegründete und durch Bischof Heinrich I. von Würzburg geweihte Stift Haug, das befand sich ursprünglich einige hundert Meter nördlich von hier, nämlich da, wo heute das Bahnhofsgelände ist. Um damals Platz für die barocke Stadtbefestigung von Würzburg zu machen, ließ der damalige Fürstbischof das Stift dann 1657 an der alten Stelle abreißen. Und in den Jahren 1670 bis 91 wurde es dann hier am heutigen Platz neu aufgebaut. Stift Haug ist übrigens Johannes dem Täufer und Johannes dem Evangelisten geweiht. Es war der erste große Kirchenbau der Barockzeit in Franken und das bedeutendste Werk des italienischen Architekten Antonio Petrini.
Wenn es in Würzburg ein untrügliches Zeichen dafür gibt, dass der Frühling kommt, dann ist es, wenn hier im Kaisergarten die Magnolien blühen. Und es geht gerade los, die ersten zarten Knospen sind schon draußen. Ich denke mal, noch ein paar warme Tage und das wird hier alles wunderbar prachtvoll blühen. Letzte Woche habe ich noch die Gärtner hier gesehen von der Stadt Würzburg, die ganzen Blumen hier gepflanzt haben. Und das finde ich immer sehr, sehr toll zu sehen, wie schön das hier gemacht wird. Und dass die Stadt sich da so viel Mühe gibt, dass es eben hübsch aussieht, wenn man in Würzburg aus dem Bahnhof rauskommt und hier den Kaisergarten sieht. So, ich bin jetzt mal auf die andere Straßenseite gegangen, dass man den Kaisergarten von hier auch noch mal sehen kann. Und was man im Hintergrund sieht, ist eine klassische Bausünde der 70er Jahre. In der Zeit, in der Beton der vorherrschende Baustoff war, hat man auch hier zugeschlagen und das vorherige Gebäude aus dem Jahr 1877 einfach mal platt gemacht und abgerissen. Und durch diesen Kubus ersetzt, anders kann man es ja wirklich nicht nennen. Vorher stand hier mal ein wunderschönes Gebäude. Alte Fotos, die ich euch gerne einblende, zeigen dies. Das, was ihr da seht, ist das 1877 errichtete Buchnersche Palais. Da war die Deutsche Bank drin. Im Zweiten Weltkrieg ist das Ganze ausgebrannt, wurde dann aber doch wieder aufgebaut. Und die Bank war da eben drin bis 1971. Dann wurde das Ganze abgerissen. Die Bank bekam ein neues Gebäude auf der Juliuspromenade. Ebenfalls eine brutalistische Bausünde der 70er Jahre. Brutalismus bezeichnet in der Tat die Bauweise, in der purer Beton verwendet wird als Dekoration. Ja, und diese schönen alten Fotos, die sind aus dem Archiv der WVV. Es gibt ein historisches Archiv, das befindet sich drüben in Grombühl in der Ständerbühlstraße im alten Gaswerk. Die haben donnerstags immer ein paar Stunden geöffnet und ich empfehle euch, da mal reinzugehen. Die zeigen nämlich viele schöne alte Fotos von Würzburg unter anderem. Wisst ihr, was ich an Würzburg wirklich klasse finde? Die Tatsache, dass wir so eine unglaublich lange Stadtgeschichte haben. Über 1300 Jahre alt ist die Stadt und wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht, findet man an vielen Stellen Zeitzeugen, stumme Zeitzeugen. Manchmal aber auch nur anhand der Straßennamen, wie zum Beispiel hier. Das hier ist nämlich die Wallgasse und die gehörte genau wie der Pleicherwall, über den ich in meinem vorletzten Video in der Pleich sprach, natürlich auch zur Stadtmauer, beziehungsweise war eben auch hier offensichtlich ein Wall aufgehäuft, der sich vor der Stadtmauer befand und die war dann auf der rechten Seite, wo heute der Ringpark ist. Und wenn ich in der Wallgasse bin, dann natürlich auch ein Blick auf die Hauger Volksschule. Vielleicht war das ja mal eure Schule gewesen vor einigen Jahren. Das Wandbild erinnert noch daran, dass es mal die Hauger Volksschule war. Es ist lange schon umbenannt worden. Heute befindet sich hierin die Jena-Planschule Würzburg, eine freie Schule. Aber das Gebäude ist erhalten geblieben und es ist weiterhin eine Schule hier mitten im Haugerviertel in Würzburg. Und hier bin ich jetzt in der zentralen Straße durchs Viertel, die Semmelgasse oder Semmelstraße. Was meint ihr? Natürlich, heute heißt sie Semmelstraße, aber bis zum Ersten Weltkrieg war das in der Tat die Semmelgasse. Und ob dieser Name was mit Brötchen, also mit Semmeln zu tun hat, ist nicht ganz gesichert. Es gibt da verschiedene Meinungen über diese Namensherkunft. Eine dieser Geschichten erzählt, dass eben früher die Weißbäcker, die sogenannten Semmler, vor die Stadtmauern verwiesen wurden. Die Stadtmauer vom ganz alten Würzburg befand sich ungefähr da, wo heute die Theaterstraße ist. Das heißt also, die Semmelstraße war außerhalb des Stadtkerns und man hatte eben früher Angst vor diesen Bäckern sozusagen und dem offenen Feuer, mit dem sie ihr Brot buken. Das hätte so eine Stadt schnell mal in Schutt und Asche legen können. Und deswegen hat man die Semmler, die Weißbäcker eben vor die Stadtmauern verwiesen. Und da hier der Bäckerbrunnen ist, der übrigens auch sehr schön renoviert wurde vor ein paar Jahren, finde ich, ist diese Deutung des Straßennamens durchaus sinnvoll. Und übrigens, dass dieser Bäckerbrunnen im Sommer schön Wasser speien kann und so schön aussieht, das ist den Brunnenpaten in Würzburg zu verdanken, die sehr viel Engagement zeigen und auch Geld in die Hand nehmen, um eben viele Brunnen in Würzburg überhaupt zum Leben zu erwecken. Hier bin ich jetzt in der Handgasse und wenn ich mich nach rechts drehe, dann hat man einen wunderbaren Ausblick auf das Hotel zur Stadt Mainz, welches ein echt traditionelles und altes Haus in Würzburg ist. Die Geschichte geht zurück bis auf das Jahr 1430. Ursprünglich hieß das Haus mal Zum Raben, änderte aber irgendwann seinen Namen aufgrund der Tatsache, dass hier immer die Leinreiter einkehrten. Die Leinreiter, das waren diejenigen, die auf dem Main Waren transportierten und zwar mit Lastkähnen, die von Pferden gezogen werden. Und immer wenn die in Würzburg ankamen, kehrten die damals hier eben im Raben ein. Und weil das eben so war und sie ständig hier waren und ständig von Mainz nach Würzburg gingen, so wurde das dann ursprünglich mal irgendwann zum Hotel zur Stadt Mainz. Ist ja auch naheliegend.
Ja, und dieses Haus wird seit vielen Jahren geführt von den Schwarzmann-Geschwistern, der Anneliese und Margarete Schwarzmann, die ich an dieser Stelle auch mal herzlich grüßen möchte. Die haben mich nämlich vor ein paar Monaten schon gebeten, hier mal in die Semmelstraße zu gehen. Und vor ein paar Jahren sorgten die beiden für nationale Schlagzeilen, kann man wirklich so sagen. Aus Altersgründen wollten sie eigentlich mal ihr Haus verkaufen und hatten auch Kaufinteressenten. Allerdings waren sie schlau genug, unter den Kaufinteressenten einen Strohmann der rechtsradikalen NPD zu finden. Und da haben sie einfach gesagt, den verkaufen wir es nicht. Tolle Sache, vielen Dank dafür. Gerade vorhin sprach ich noch über die Geschichte von Würzburg und dass man doch nur mit offenen Augen durch die Gegend gehen muss. Hier kann man alte Kellergewölbe und alte Mauerfragmente sehen. Das wird gerade alles dokumentiert, denn an dieser Stelle wurde gegraben für die neue Fußgängerzone, die hier in der Eichhornstraße entsteht. Schade, dass es wieder zugemacht wird in Zukunft, aber man kann auf alle Fälle sehen, Würzburg ist wirklich alt und auch im Untergrund gibt es viel zu entdecken. So, die letzte Einstellung meines heutigen Videos kommt hier aus der Theaterstraße. Hier ist das Bürgerspital mit dem Glockengeläut, was man jetzt natürlich nicht hören kann. 11, 13, 15 und 17 Uhr läuten die Glöckchen. Jetzt ist gerade mal 3:30 durch, wird also noch eine ganze Weile dauern. Wenn ihr sie aber mal hören wollt, die Glocken, dann besucht meine Website. Ich verlinke euch das auch im Text zu diesem Video. Und da gibt es einen Artikel über das Haugerviertel. Und da habe ich eine Audiodatei, die ich vor längerer Zeit schon mal aufgenommen habe. Und da könnt ihr die Glocken auf alle Fälle mal läuten hören. An dieser Stelle endet, wie gesagt, das Video hier. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, ihr konntet einiges für euch mitnehmen, was euch interessiert hat. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr dieses Video mit all euren Freunden überall auf der Welt teilt. Schreibt mir gerne wieder viele Kommentare, was euch so einfällt dazu. Und gebt viele Likes dafür. Das zeigt mir immer, dass sich der ganze Aufwand doch gelohnt hat. In dem Sinne, tschüss und ade, bis zum nächsten Mal.